In diesem dritten Teil besprechen wir nun die Polynomdivision mit Rest. Einen Spezialfall davon haben wir eigentlich schon am Ende des vorigen Teils gehabt, nämlich die Abspaltung eines Linearfaktors mit einer Nullstelle. Also wenn Lambda eine Nullstelle von P ist, P nicht das Nullpolynom, dann hatten wir ja eine Darstellung mit einem Polynom Q in der Form, dass das P gleich x minus Lambda mal Q sich schreiben lässt. Also wenn man so will, kann man das interpretieren, das Q als Ergebnis der Division von P durch x minus Lambda. Und als Verallgemeinerung davon gilt eben jetzt der folgende Satz über die Division mit Rest für Polynome. Wenn P und Q zwei Polynome sind, mit Koeffizienten aus einem Körper K, Q ist nicht das Nullpolynom, dann können wir Polynome S und R finden aus K von X, sodass P gleich S mal Q plus R ist, wobei R entweder das Nullpolynom ist oder der Grad von R echt kleiner ist als der Grad von Q. Das heißt, diese Formel P ist gleich S Q plus R, da sieht man genau, das ist die Division von P durch Q mit Rest R. Ja. Ist von der Form S mal Q und dann bleibt der Rest R. Gut, für den Beweis können wir zunächst einmal bemerken, falls das P gleich 0 ist, müssen wir nur S gleich R gleich 0 setzen und die Sache ist erledigt. Das heißt, es sei ab nun also das P nicht 0. Also sowohl das P als auch das Q sind dann nicht das Nullpolynom. Wir schreiben also P in dieser Darstellung mit Koeffizienten am, ax hoch m und so weiter bis a0 runter. Aber hier ist jetzt am ungleich 0. Der Grad von P soll also m sein. Und ähnlich schreiben wir das Q auf in der Form bn mal x hoch n und so weiter. Wobei hier bn ungleich 0 ist, also der Grad von Q gleich n sein soll. Es gibt einmal den Fall, dass n größer m ist, aber in dieser Situation müssen wir nur S gleich 0 setzen und R gleich P und haben das auch schon geleistet. Sei also nun N kleiner gleich M. Dann dividieren wir mal nur in der höchsten Potenz jeweils durch. Also setzen wir S1 an als AM durch BN mal X hoch M minus N. Das ist, wenn man die höchsten Potenzen jeweils nur durchdividieren würde. Ja, damit kriegen wir Folgendes. Wenn wir S1 mal Q nehmen, dann ist es AM mal X hoch M. Plus und dann haben wir diese entsprechenden Terme hier, ambn-1 und so weiter mit Potenz m-1 bis runter zur nullten Ordnung von dieser Gestalt. Diese Koeffizienten vor den fallenden Potenzen, da nennen wir dm-1 bis zu d0 heruntergezählt. So, also s1 mal q war von dieser Form, das heißt, wenn man als p0 das p bezeichnen zunächst, dann erhalten wir einfach P0 minus S1Q. Da hebt sich gerade höchste Potenz weg, haben wir so arrangiert. Und es bleibt ein x hoch m minus 1 mit Koeffizienten am minus 1 minus dm minus 1 und so weiter, zieht sich das mit den Differenzen fort. Das Ergebnis nennen wir P1 und kriegen etwas vom Grad höchstens m minus 1. Wenn das schon vom Grad kleiner ist als Grad Q, dann sind wir fertig, falls wir eben S gleich S1 setzen und R gleich P1. Haben wir gerade so erreicht. Wenn der Grad eben noch nicht kleiner als Q ist, dann machen wir analog weiter. Wir finden also ein S2 wieder durch Durchdivisieren der höchsten Potenzen, sodass P1 minus S2 mal Q, das nennen wir P2, eben nur mehr von Grad Pm minus 2 ist. Ja, und solange eben der Grad noch nicht kleiner ist als der Grad von Q von diesem P2 und so weiter, können wir sukzessive weitermachen. Kommen also zu einem PK minus 1 minus SK mal Q, das nennen wir PK. Der Grad von PK ist dann kleiner gleich M minus K. Ja, und wenn eben dann der Grad von so einem PK einmal echt kleiner als der Grad von Q ist, sind wir fertig. Denn wir können nun S definieren als die Summe S1 bis SK und R definieren wir als das PK. Und damit erreichen wir also Folgendes.
R war ja gleich pk. Das wiederum ist gleich pk minus 1 minus sk mal q. Wir setzen für pk minus 1 ein, dann für pk minus 2 sukzessive und kommen also zu dem Ausdruck p0 minus s1q und so weiter, wird noch abgezogen bis skq. Das heißt, wir können es zusammenfassen und sehen hier, dass wir nichts anderes kriegen als p minus s mal q. Also anders aufgeschrieben heißt es, p ist gleich sq plus r und r hat die behaupteten Eigenschaften und s auch. Wir haben also diesen Satz bewiesen, die Division p ist gleich sq plus r mit dem Rest r. Wir schließen noch eine wichtige Bemerkung zum obigen Satz hier an. Die dort konstruierten Polynome s und r sind eindeutig. Warum ist das so? Naja, es seien zwei Darstellungen gegeben. Einmal s' mal q plus r', das andere Mal s mal q plus r. Und das r und r' sind eben Reste, die jeweils diesen Spezifikationen genügen, wie im Satz verlangt, also Nullpolynom oder Grad kleiner als q. Aus den äußeren Gleichungen kriegt man sofort heraus, wenn man es umformt, dass r minus r' gleich s' minus s mal q sein muss. Und q ist ja nicht das Nullpolynom, bemerken wir. Also wenn s nicht s' ist, kann man auf der rechten Seite den Grad mit der Gradformel berechnen. Und da kommt einerseits Grad von s' minus s plus Grad von q heraus. Andererseits gleich, soll es gleich sein dem Grad von r minus r', was sicher Grad kleiner als q hat. Das ist ein Widerspruch, weil der Grad von s' minus s nicht negativ sein kann. Also muss s gleich s' sein und somit auch r gleich r' sein. Schauen wir uns abschließend in einem Beispiel an, wie der Algorithmus, den wir im Beweis der Polynomdivision verwendet haben, umgesetzt werden kann. Also p und q wie hier angegeben. Ja, dividieren wir sozusagen die höchsten Potenzen einmal durch, dann kriegen wir 4x. Schreiben wir es das systematisch auf. Also mit 4x müssen wir starten, multiplizieren das q mit dem. Dann kriegen wir das heraus, was wir da drunter schreiben. Das ziehen wir jetzt ab. Das war ja das S1 mal q. Kommen auf ein P1, das so ausschaut. Das ist also dann das minus 4x Quadrat bleibt über minus 6x plus 5. So, jetzt müssen wir S2 weitersuchen. 4 multiplizieren mit dem q. Und dann ziehen wir ab. Kommen auf ein P2. Das ist hier von der Gestalt minus 2x plus 9. Das hat jetzt schon Grad 1, also echt kleiner als der Grad von q, der ja 2 ist. Und wir sind fertig. Wir haben den Rest, das r hier stehend, minus 2x plus 9. Und das s steht da oben, 4x minus 4. Also diese Gleichung p gleich sq plus r heißt hier konkret für die Polynome 4x der dritten minus 2x plus 5 lässt sich schreiben als 4x minus 4 mal x Quadrat plus x plus 1 minus 2x plus 9 als Rest. Es empfiehlt sich wie immer die Probe zu machen in dem Fall, wo es sich leicht nachrechnen lässt, zum Beispiel indem man auf der rechten Seite diese Klammern ausmultiplizieren. Und da sehen wir, wie sich gerade das 4x Quadrat schön wegkürzt, wieder das minus 4x mit dem 4x auch wegkürzt. Und es bleibt wirklich das übrig, was auf der linken Seite behauptet wird.